mal mitkommen, bitte. Ich schau hier noch mal rein. Also nur Klamotten gekauft oder auch irgendwie Schmuck oder so eingekauft? Der Klassiker Zigaretten, das ist so das, was wir am Tag von Reisenden finden und denen wegnehmen müssen. Zack, zack, zack und wieder raus. Guten Abend. Hallo. Einmal der Zoll vom Hamburger Flughafen. Seien Sie gegrüßt. Wir schießen jetzt aus der aufmerksamen Sicherungshaltung. Auf Kommando Go hätte ich gerne 2 Schuss in die linke B-Zone. Bereit? Go! 8 Uhr morgens. Schießtraining für die Zöllner und Zöllnerinnen vom Hamburger Flughafen. Wir gehen mal in die aufmerksame Sicherungshaltung. Leon und Sabrina gehören seit mehreren Jahren zur waffentragenden Kontrolleinheit. Man sollte eine Waffe nie leichtfertig tragen und damit umgehen. Und deswegen, man muss da erstmal reinwachsen und sich auch, sag ich mal, dem Gefahrenpotenzial durchaus bewusst sein. Und ja, es ist am Anfang durchaus komisch gewesen. Die Sachen werden irgendwann, ja, ich sag mal, nicht zur Routine, aber man gewöhnt sich daran und die Sachen sind nicht mehr so aufregend wie am Anfang, ne? Aber ja, man sollte immer dran denken, was man tut. Es waren jetzt 2,7 Sekunden, der letzte Schuss. Machen wir nochmal. Sechsmal im Jahr müssen die Beamten das Training absolvieren, damit sie für ihren Arbeitsplatz gerüstet sind. Am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg-Fuhlsbüttel herrscht bereits Hochbetrieb. 11 Millionen Reisende und ihre Gepäckstücke werden hier jährlich durchgeschleust. Außerdem rund 55.000 Tonnen Luftfracht, die meistens in den Laderäumen der Passagierflugzeuge mitfliegt. All das müssen die Zöllner hier im Auge behalten. Unter ihnen Zollhauptsekretärin Sina und ihr Spürhund Mats. Alle 2 Monate müssen die beiden ihrem Ausbilder beweisen, dass sie als Team noch funktionieren. Also ist ein absoluter Traumjob. Er lebt bei uns zu Hause in der Familie wie ein ganz normaler Hund. Mit eben dem Unterschied, dass wir privat fast gar nicht spielen. Denn für einen Spürhund wie den 10 Jahre alten Parson Russell Terrier ist das Spielen die Belohnung für einen gut gemachten Job. Jetzt suche ich mir für mein Gehorsamstraining die Sachen raus, die ich brauche. Er trägt jetzt ein Gliederhalsband, ich habe eine kurze Leine dabei, einen Ball zum Bestätigen und einen Futterbeutel, den ich jetzt schon reichlich gefüllt habe. Und jetzt wird er gleich anfangen, sich das zu verdienen. Schicker hast du? Ja, habe ich. Okay. Slalom. Slalom, Matzi, Slalom. Slalom. Super. Besonders wichtig ist, dass Matt sofort auf jedes Kommando reagiert. Halten, halten. Halten, jawohl, halten. Nochmal Schritt zurück. Jetzt bekommt er auch seinen Klick, Trick und Dreh. Weiß, hier ist die Übung zu Ende. Ich war gut, ich wurde befreit mit dem Klick aus der Übung. Und er bekommt seinen Ball und ist fröhlich und gut dabei. Tobi, gut gemacht. Prima, prima, prima. Erst jetzt darf Mats mit seinem Lieblingsball spielen. Ich nenne ihn auch ganz oft meine kleine Hämorrhoide. Der ist ja 24 Stunden bei mir. Heißt also, wir gestalten eigentlich alles gemeinsam. Unsere Freizeit, unseren Urlaub, unseren Dienst. Ja, 24 Stunden am Tag. 7 Tage die Woche. So sieht's aus. Als nächstes sollen Mats und Sina ihr Können im Terminal unter Beweis stellen. 1,4 Millionen Passagiere verzeichnete der Flughafen allein im letzten Monat. Mehr als 90% der Ankommenden verlassen die Gepäckausgabe durch den sogenannten grünen Kanal. Hier haben Leon und Sabrina inzwischen ihren Dienst aufgenommen. Sie kontrollieren Reisende, die aus Drittländern ankommen. Denn innerhalb der EU gibt es keine zollrechtlichen Grenzen. Einmal hier links der erste Tisch, bitte. Privat oder geschäftlich unterwegs gewesen? Privat. Wie sieht das aus? Lebensmittel tierischer Art. Schauen Sie mal aufs Plakat. Sowas dabei? Gucken Sie mal da, wo der Kollege steht. Ja, aber das ist
Das ist, sieht mir nicht, das sieht sehr frisch aus. Ich hab gestern gekocht. Nee, hast du nicht gekocht? Nein, hier kochen. Also, ich sag mal so, wenn es eingelegt ist, wenn es getrocknet ist, dann ist es in Ordnung. Frisch, ne? Frisch, da geht es um die Schädlingsbekämpfung hier. Ne? Also, wir sollen ja keine Schädlinge mitkommen, deswegen ist das leider so. Frisches Obst, Gemüse und andere Lebensmittel gehören zu den Artikeln, die Sabrina und ihre Kollegen am häufigsten einbehalten müssen. Du spürst es sicherlich ab. Ja. Ein paar hundert Meter weiter steht die nächste Prüfung für Mats und Sina auf dem Programm. Denk schön dran, schön langsam, intensiv jeden Koffer mitnehmen. So, Matzi hat also gelernt, gerade bei den Hartschalenkoffern, dass er immer da schnüffelt, wo mein Finger ist. Weil er über meine Fingersuche, sag ich mal, ich leite ihn so ein bisschen, lenke ihn mit dem Knie und mit meinem Finger und sag ihm, hier musst du jetzt abspüren. Und dadurch ist er halt viel zum Erfolg gekommen. Und deswegen macht er das so gut. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Lass ihn es anzeigen, lass ihn anzeigen. Mach dich klar, warte noch, wir warten noch. Jawohl. Jetzt zeigen wir. Ja, super, gut gemacht. So, Platz. Brav. Platz. So, in dem Gepäckstück haben wir ein Krokodilleder, was präpariert wurde. Es wurde gebleicht, ausgestanzt. Und wie es die Form schon erahnen lässt, sollten das mal Handyhüllen werden. Also man hat das Gefühl, man tut was Gutes mit seinem Job, natürlich. Viele hier sagen ja immer so, Artenschutz, was geht mich das an? Im Urlaub ein paar Muscheln oder Korallen sammeln. Aber Artenschutz ist eben nicht nur Muschel und Koralle, sondern eben auch sowas. Manchmal kauft man sowas vielleicht auch unbewusst, indem man denkt, man kauft ein Billigprodukt und weiß gar nicht genau, ob das echtes Leder ist oder nicht. Zollhauptsekretärin Sabrina hat inzwischen 6 Tüten Obst und Gemüse aus den beiden Koffern konfisziert. 14 Kilo. Zurück bekommen die Reisenden nur den sogenannten Vernichtungszettel. Ich kann es ja auch verstehen, es ist ärgerlich, es ist was aus der Heimat zum Teil, es ist was von Verwandten. Da gibt es schon mal die ein oder anderen Tränchen. Hier in Hamburg ist es auch umsonst, sag ich mal, die Vernichtung. An anderen Flughäfen in Deutschland muss die Vernichtung bezahlt werden. Das ist einmal eine Bescheinigung für Sie, ne, dass das vernichtet wird. Danke. Bitte. Ei, ei. Jeden Monat müssen die Zöllner mehr als 200 Kilo Lebensmittel vernichten lassen. Viele der Reisenden aus aller Welt bringen Tabak, Alkohol, Parfum und andere hochsteuerbare Waren mit nach Hamburg. Dafür gibt es Freimengen, die jeder ohne Zollabgaben einführen darf. Für die Luftfracht aus Drittländern sind die Beamten und Beamtinnen im Zollamt am Flughafen zuständig. Zollamtsinspektor Patrick und seine Kolleginnen prüfen die Warenanmeldungen zunächst am Computer. Dialysegerät. Hier Dialyse, Systemmaschinen, also Teile dafür, Halterung, Kartusche, Klemmbau. Es ist so, dass wir natürlich dann irgendwann so den Kreis der Anmelder kennen. So, dann kennt man seine Pappenheimer, weiß, was sie so importieren, wenn dann mal eine andere Ware bei ist. Da wird man dann schon mal stutzig. Als kleines Beispiel, ein Computermonitor ist zollfrei. Ein Fernseher ist aber sehr hoch mit Zoll belastet. Und wenn dann ein Radio- und Fernsehgeschäft einen Monitor anmeldet, dann sind wir natürlich auch gehalten, dann mal nachzuschauen, ob das dann auch wirklich ein Monitor ist und nicht doch ein Fernseher. Kommen wir zu Ihnen? Ja, Sie kommen zu mir, genau. Die Mitarbeiter des Zollamtes sind auch für den sogenannten roten Kanal zuständig. Hier können Reisende alles anmelden, was über der Freimenge liegt. Diese beiden Herren kommen gerade aus Las Vegas. Reicht das, oder wollen Sie mein Personal, mein Reisepass haben? Nö, das reicht. Sieht aus, als ob wir hier Millionäre sind, ne? Ja. Wäre schön. Und darf ich fragen, wobei Sie das gewonnen haben? Slots, also hier die Automaten. Ach, tatsächlich? So viel kann man da gewinnen? Das ist ein Ding. Ja, das ist also natürlich nicht jedes Mal, ne? Wir sind ja schon ein paar Mal da. Ja. Auf Bargeld bezahlt man natürlich keine Abgaben. Aber für die Einfuhr gibt es Regeln.
man darf so viel mitbringen, wie man möchte. Wenn man einen Koffer hat mit 500.000, ist alles in Ordnung. Aber ab 10.000 und auch 10.000 und 1 Cent muss man es anmelden. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Tschüss. Inzwischen ist eine Ladung Gepäck angekommen. Die Koffer hatten am Tag zuvor in Frankfurt den Anschluss nach Hamburg verpasst. Welches ist denn der zweite, der dazu gehört? Nee, es muss ein schwarzer und ein grüner sein. Ich schaue mal kurz nach der GB, das ist 3136. Okay. Wir machen diesen schon mal einmal auf. Bevor das Gepäck ausgeliefert wird, macht Zollamtsinspektorin Angela einige Stichproben. Nee, man darf nicht zimperlich sein. Also es ist tatsächlich so, dass man ein dickes Fell haben muss bei vielen Sachen. Also was oft ist, sind Koffer, wo Fisch drin ist. Fisch darf man tatsächlich mitbringen, auch großer Menge. Aber wenn der Koffer verloren gegangen ist, kann man sich ja ausmalen, wie der Fisch riecht, wenn er hier nach einer Woche oder so ankommt. Und der ist ja nicht, der Koffer wird ja auch nicht gekühlt oder so. Hier haben wir tatsächlich nur Geschenke, Schweinchen ohne Fleisch. Also nichts, was nicht dabei sein darf und eben auch keinen Wert hat, der über den 430 Euro augenscheinlich liegt. Souvenirs, Klamotten und ähnliche Waren, die weniger wert sind, dürfen Flugreisende zollfrei und ohne Anmeldung in die EU einführen. Hast du einen grünen Aufkleber gekriegt? Von diesen etwa 50 Gepäckstücken kontrollieren die Zöllnerinnen jedes dritte. Einmal aufmachen, bitte. Reicht das? Ja, das reicht. Danke. Was ist denn das? Zoll-Obersekretärin Victoria inspiziert ein als Gepäck deklariertes Paket. Nicht immer kann sie auf den ersten Blick sagen, womit sie es zu tun hat. Whitening. Patrick, kannst du mal online gucken, ob das so eine Whitening-Creme ist. Ja, weil da steht Whitening-Seife drauf, deswegen. Ich schau mal nach den Inhaltsstoffen. Genau. Und ja, das sind so Jammwurzeln. Aufgrund des solchen Schutzes dürfen die nicht mit rein. Und dann kriegt der Reisende ausgestellt diesen Zettel, damit wir das nicht einfach irgendwie entwendet haben, sondern damit er weiß, was damit passiert ist und was wir damit gemacht haben. Genau, deswegen muss ich das jetzt einmal kurz wiegen, um zu wissen, wie viel das ist. Die Artikel, die Sina und ihr Hund Mats in den Gepäckstücken aufspüren, sind ganz anderer Natur. Es handelt sich um Produkte, die im Rahmen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens nicht gehandelt werden dürfen. Eine kleine Auswahl bewahrt die Zollhauptsekretärin für das Training auf. Also ganz speziell zum Beispiel finde ich diese Tasche, auf der man noch das komplette Tierchen sehen kann, von den Füßen bis zum Kopf. Ja, das ist eigentlich an Geschmacklosigkeit gar nicht zu übertreffen. Hier haben wir jetzt ein Nashornhorn, das absolut unter Artenschutz steht. Da reden wir ungefähr von einem Wert, ich sage mal, bei mehreren 10.000 Euro, absolut geschützt. Kaviar kennen natürlich alle. In der Form, wie wir es jetzt hier haben, ist es einfuhrverboten, weil es einfach die Freimenge von 125 Gramm überschreitet. Pelze, Elfenbein, Muscheln, Korallen und Seepferdchen. All das kann Artenschutzspürhund Mats in kleinsten Mengen erschnüffeln. So, hier habe ich jetzt mal eine Dose mitgebracht, in der lebende Tiere transportiert wurden. In diesen asiatischen Filmdosen zum Beispiel waren Schildkröten drin, eingesperrt. Die waren im aufgegebenen Gepäck, die sie jetzt nicht geschafft. Bei den Schildkröten war das so, dass wir die zu Hagenbeck gebracht haben. Und in dieser Dose war eine kleine Echse eingesperrt. Und dieser Karton war mit den 6 Luftlöchern oder 5 Luftlöchern so mitten im Gepäck. Man kann sich vorstellen, rechts und links Handtücher, Klamotten, irgendwas. War auch nicht so erfolgreich, der Transport. Am frühen Nachmittag beginnt ein weiteres Team vom Zoll seinen Dienst. Auf dem Vorfeld des Flughafens.
Wir überwachen ja den Warenverkehr über die Grenze. Am Geschäftsfliegerzentrum dann die Kleinstflieger, die eben halt ankommen. Dann darüber hinaus müssen wir die Crews auch immer mal ein bisschen im Auge behalten. Man deckt halt die ureigensten zöllnerischen Tätigkeiten ab. Und es gibt nichts, was wir nicht machen. Genau. Vor wenigen Minuten ist eine Maschine gelandet, die sich die beiden Zöllner genauer ansehen möchten. An Bord wollen sie die Crew und die Kabine inspizieren. Ja, stopp. Danke. Oh, entschuldige. Also, ich kann nicht erkennen, ob da noch ein Pilot drin sitzt. Nee, du hast ja hier noch die ganzen Passagiere hier im Finger. Auch diese Zolleinheit konzentriert sich auf Flugzeuge, die aus Nicht-EU-Ländern kommen. Die Turkish Airlines kommt jetzt direkt aus Istanbul. Ja, Hauptdrehkreuz eben halt auch für weiterfliegende Destinations, die wir halt haben. Und wir observieren jetzt quasi, was alles so drumherum jetzt passiert. Um die Passagiere und ihr Gepäck kümmern sich die Kollegen im Innern des Terminals. Hier hat Zolloberssekretärin Victoria die Unterlagen für die Jamswurzeln fertig. So, das einmal der Zettel. Wo ist das? Für den Koffer, den nehme ich. Ja, das war ja dieser Sack. Ja. Genau, ich muss den aber reinmachen. Okay, das ist... Der muss in den Koffer rein. Den habe ich schon rausgeschickt, oder? Ja, aber das geht ja nicht. Ich bin ja noch nicht fertig mit der Kontrolle, Kollege. Das muss in den Koffer rein. Alles klar, mach ich gleich rein. Nee, ich muss das reinmachen. Das ist ein Karton, den habe ich ja extra in der Lücke rausgehalten. Oder ich hole den, lass ihn herholen. Ja, weil ich muss das reinmachen. Alles klar, dann lass mich. Muss ja sicher gehen, dass es drin gelandet ist. Zollamtsinspektor Patrick hat inzwischen die Seife im Internet recherchiert. Zwar steht da drauf, dass das zum Bleichen ist, Whitening, aber... ich sehe da keinen Inhaltsstoff, der hier in Europa nicht genehmigt ist da drin. Das scheint rein pflanzlich zu sein. So, jetzt ist unser Paket auch wieder da. Jetzt können wir auch den Zettel reinschmeißen. Dann kommt der nämlich hier rein. Genau. Irgendwie. Moment. Da drin? Ja. So. Dazu. Messer kriegst du. Genau. So, Klebeband gebe ich dir noch mal. Das wäre nett. So. Einer der Koffer, die in Frankfurt liegen geblieben waren, steht noch zur Begutachtung an. Er riecht schon ein bisschen streng. Ich nehme an, hier ist Trockenfisch drin. Also das ist ja typischer Koffer aus Afrika. Da sind häufig irgendwelche Lebensmittel drin, die nicht einfuhrfähig sind. Oder auch halt als Arzneimittel, wie hier. Ich nehme mal an, dass das Cortison enthält. Da ist der Käse hier. Auch nicht rein. Hier ist irgendeine Flüssigkeit. Da will ich auch mal schauen, weil ich habe das schon häufig gehabt, dass selbstgebrannter Gin dann drin ist. Was natürlich verbrauchsteuerpflichtig ist. Das hier ist wohl Erdnussbutter. Selbstgemachte. Die darf. Das ist in der Tat Fisch, wie ich es vermutet hatte. Da darf bis zu 20 Kilo dürfen die reinbringen. Nach 1,5 Stunden sind die 50 Gepäckstücke zollrechtlich überprüft und dürfen ausgeliefert werden. Bis auf die von den Zöllnern sichergestellten Artikel. Danke. Da ich das nicht zu beurteilen habe, ob das tatsächlich Arzneimittel ist, wird jetzt die Arzneimittelbehörde unterrichtet. Und die teilt uns dann mit, ob das Arzneimittel sind und entsprechend vernichtet werden müssen. So. Hast du die anderen Zettel alle abgestempelt bekommen schon? Alles fertig? Perfekt. Tschüss. Ciao. Alles, was der Zoll einbehält, können die Eigentümer innerhalb von 90 Tagen wieder abholen. Vorausgesetzt, die Ware ist legal und wird nachverzollt. Tillmann Lewitz ist zollrechtlich gesehen die höchste Instanz am Hamburger Flughafen. Der Zolloberamtsrat ist unterwegs in einen Raum, der normalerweise fest verschlossen ist. Wir sind hier in der Sicherheitskammer
unserer Geldstelle vom Zoll am Flughafen und haben hier natürlich diverse Asservate, Dinge, die wir weggenommen haben, die auch nicht wieder rausgegeben werden, weil sie einfach verbotene Gegenstände sind. Hier vorne vor uns haben wir eine Creme, die ja die Haut verblassen lässt, die Haut heller wirken lässt. Und hier sieht man schon an den entsprechenden Bildern, dass dort jemand seine Haut versucht, heller wirken zu lassen. Also auch eine Chemikalie, die sicherlich nicht gesund ist. Natürlich der Klassiker Zigaretten. Das ist so das, was wir am Tag von Reisenden finden und denen wegnehmen müssen. Ja, hier kommen wir zu unserem Heiligtum. Das ist unser Sicherheitssafe. Da in diesem Safe bewahren wir die Goldstücke auf und den Goldschmuck auf, der von uns sichergestellt worden ist, von Leuten, die diesen Schmuck nicht angemeldet haben, weil die Eingangsabgaben nicht bezahlt worden sind, wird er erstmal hier sichergestellt. Das, was wir hier gerade sehen, ist so das Aufgriffsvolumen eines Tages, was wir auch regelmäßig wieder entnehmen müssen, damit wir hier nicht selber bestohlen werden. Also das ist das, was seit heute Morgen hier so langsam hereingelaufen ist. Die Anzahl und der Wert der einbehaltenen Waren ist von Tag zu Tag völlig unterschiedlich. Im Terminal 1 ist gerade ein Flug aus Frankfurt angekommen. Viele der Passagiere sind dort nur umgestiegen und kommen von weiter entfernten Destinationen. Die versuchen die Zöllner im sogenannten grünen Kanal herauszufiltern. Schmuck eingekauft? Nee. Ein Armband okay. Haben wir. Ein Armband? Okay. Genau, das Armband war jetzt in das dem Rucksack? Hier irgendwo drin. Okay. Was hat das denn gekostet? 5 Euro. 5 Euro, ja. Okay, alles klar. Gut, alles klar. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank, ne? Tschüss. Tschüss. Nach Schießtraining, Kontrolldienst und mehr als 8 Stunden auf den Beinen haben Leon und Sabrina für heute Dienstschluss. Also ich muss tatsächlich sagen, dass dieses Reise-Flughafen-Flair wirklich abgenommen hat, seitdem man hier arbeitet. Und der Flughafen ist halt die Arbeitsstätte und nicht mehr Privatvergnügen. Und die Lautstärke, das Gewusel, es belastet schon. Man merkt es in dem Moment nicht so. Aber wenn man dann auf dem Weg zum Auto, zum Feierabend ist, ist man dann auch froh, wenn man Ruhe hat und abschalten kann. Für die Kollegen auf dem Vorfeld geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Zollhauptsekretärin Elena und Zollamtsinspektor Michael sind auf dem Weg zu der zuvor observierten Maschine. Ja. So, und jetzt haben wir eben halt zig Möglichkeiten. Jetzt können wir hinten rangehen, wo schon offen ist. Oder wir gehen hier vorne durch den Finger durch und melden uns dann vorne an Bord an, dass wir einmal durch die Maschine durch wollen. Wollen wir das sonst so machen? Also ich würde fast sagen, dass wir vorne reingehen, okay, damit wir uns einmal anmelden können beim Piloten. Alles klar. Einmal Bescheid gut sagen, alles dass wir da sind. Ja, genau. Dann gehen wir einmal raus. Wollen wir mal gucken, was er sagt. Auch Crewmitglieder haben eine Freimenge für Tabak, Alkohol und Co. Die ist aber wesentlich geringer als die von Reisenden. Der Zoll darf überall reinschauen. Die Kamera leider nicht. Guten Abend. Hallo. Einmal der Zoll vom Hamburger Flughafen. Seien Sie gegrüßt. Angela, Viktoria und Frank sind inzwischen im roten Kanal fertig. Sie müssen noch eine Frachtkontrolle am anderen Ende des Airports durchführen. Das ist hier das Frachtzentrum vom Zollamt Hamburg Flughafen. Jetzt wird die Ware gebracht oder abgeholt. Dienstplantechnisch sitzen wir ja an diversen Positionen und hier sind dann die Kollegen, unter anderem dann auch wir, je nach Dienstplan, und beschauen dann die Ware und führen dann die Anordnung aus. In einer der 6 Lagerhallen müssen die Zöllner überprüfen, ob die angemeldete Exportfracht vollständig angekommen ist. Jeder Ort hat seine Anstrengung für sich und macht irgendwie Spaß, hat seinen eigenen Charakter, ob das im Terminal ist, hier auf dem Frachthof oder auch nur im Großraumbüro. Das zeichnet den Posten hier am Flughafen aus. 18, 20, 21. Ja, passt. Inzwischen sind die Kollegen vom Vorfeld mit der ersten Kontrolle des Abends durch. Ja, also wir haben jetzt einmal uns die Crewmitglieder, von denen haben wir uns die Pässe geben lassen. Dann haben wir einmal kontrolliert.
geguckt, ob verbotene oder Waren mit Beschränkungen in dem Flugzeug zu finden waren. Die drängeln jetzt schon, dass die Nächsten wieder nach Istanbul rein wollen. Die Reinigungscrew ist durch. Also wie gesagt, zack, zack, zack und wieder raus. Michael und Elena arbeiten oft unter Zeitdruck. Die nächste Maschine aus dem außereuropäischen Raum soll in 10 Minuten ankommen. Die wollen sie noch erwischen. Ich habe jetzt hier den Flugplan und die Hurghada würde um 19.02 Uhr landen. Das ist in Marabu, ne? Die kommt ja eh ein bisschen früher. Ja, die landet auf Position 54. Gut, dann gehen wir da nachher hin, gucken dann letzten Endes mal, ob Crew oder ob wir die Putzkolonne machen. Wenn wir uns da ein bisschen vernünftig hinstellen, dass wir uns nicht gleich sehen. Und dann mal gucken, wir bleiben als Nightstop ja auch hier. Das heißt, alle gehen runter. Das ist ein Plan, ne? Die Maschine landet früher als erwartet. Und die beiden müssen einmal über das gesamte Vorfeld. Dort gelten besondere Verkehrsregeln. Fahren darf hier nur, wer eine spezielle Ausbildung absolviert hat. Wenn diese Lampe auf einem von den Flugzeugen blinkt, die hier stehen, dann darf auf gar keinen Fall weitergefahren werden. Ja. Jetzt sieht man das wunderbar. Das blinkt und das Flugzeug fährt jetzt rein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall stehen bleiben. So, da ist auch kein Flieger. Da ist auch keiner. Schnell rüber, dass wir safe sind. Positionieren uns dahinter. Genau. Und dann gucken wir mal, ob eine Crew vorbeikommt. Halten die an und befragen die dann mal. Genau. So, und hier sind wir jetzt safe. Jetzt gehen natürlich erstmal alle runter. So, und wenn die Passagiere dann von Bord sind, dann müsste das Reinigungspersonal kommen. Die Crew geht als Letzte runter. Erst wenn alle Passagiere Richtung Terminal unterwegs sind, beginnen die beiden mit ihrer Kontrolle. Hallo. Hallo. Guten Abend. Während die Koffer vom Band rollen, kontrollieren die Zöllner nicht nur die Crew. Für euch schönen Feierabend, alles Gute. Alles klar. Ne? Hallo. Hallo, guten Abend. Kommen Sie zu dir mal zu wollten uns. Wir mal. Mir. Trinken und essen, dann können Sie alle wieder, ne? Das ist noch wenig. Gut, alles klar. Das sieht gut aus. So, Sie haben jetzt direkt Anbindung gehabt, eben halt mit Hurghada aus Ägypten. Und dementsprechend, bleibt als Nightstop hier, sind wir halt angehalten, häufiger mal zu gucken. Wie oft finden wir irgendwelche Tüten mit Zigaretten? Guck mal, und genau das ist es ja. Und deswegen gucken wir. Ne? Ich meine, das ist alles safe. Aber wenn ihr die findet, dann bringt ihr die ja auch ordnungsgemäß zu uns, hoffe ich. Ne? Ja, natürlich. Wegen sowas verliere ich bestimmt nicht meinen Job. Also das ist eine gute Einstellung. Behalt das bei. Dafür bin ich zu lange hier. Kann ich sie da jetzt mit reintun? Ja, ja, klar, ne? Alles klar. Die Spätschicht auf dem Vorfeld dauert so lange, bis der letzte Flieger abgefertigt ist. Heute sind sie bis 23.30 Uhr im Dienst. Wenn ich nachher nach Hause fahre, dann habe ich das Gefühl, ich kann morgen früh ausschlafen. So. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn ich morgen Mittag wieder hier stehen muss und weitermachen.